Die avantgardistische Kunst der 1960er und 70er Jahre war durch radikale Traditionsbrüche gekennzeichnet. Neben dem Aufkommen von Minimal und Conceptual Art entwickelten sich außerdem medienbasierte Kunsttheorien. In einer Auswahl von verschiedenen Werken aus der Mumok-Sammlung sind verschiedene Entwicklungen in der Malerei dargestellt. Lieber Herr Fuchs, wir sehen hier in der Ausstellung Malerei mit Kalkül viele Werke, die nicht unbedingt dem klassischen Medium der Malerei entsprechen. Was bedeutet denn Malerei für Sie und wie würden Sie dies hier im Bezug zur Ausstellung definieren? Also in dieser Ausstellung sind vor allem Arbeiten der 60er, 70er Jahre präsent, die hier mit dem Begriff der Neo-Avantgarde überschrieben sind. Das ist eine Zeit, in der viele Paradigmen der Moderne wieder aufgenommen worden sind, weiterentwickelt worden sind. Malerei ist nicht nur eine Technik, Malerei ist auch ein Begriff, das ist ein Kollektivsingular. Das heißt, es gibt unterschiedliche Formen der Malerei, die sich immer wieder weiterentwickeln, auch im Zusammenhang, im Wechselspiel mit anderen Medien, mit medienbasierter Kunst, Fotografie, Film, Video. Und es gibt besonders seit den 60er, 70er Jahren auch eine Theoretisierung der Malerei, eine medienreflexive Malerei, wo zum Beispiel sehr stark auf das Medium der Farbe oder das Bild selbst ins Zentrum der Malerei rückt. Also es werden keine Geschichten erzählt mit Hilfe von Malerei, sondern die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, Materialien der Malerei werden selbst zu ihrem Thema. Zum Beispiel das Fließen der Farbe auf der Leinwand, das Verhältnis von Farbe und Bild, aber auch das Verhältnis von Bild und Raum, von Umraum. Das soll auch in dieser Ausstellung hier zum Ausdruck kommen, dass man das Gefühl bekommt, dass die Werkerfahrung, die Raumerfahrung, auch die Selbsterfahrung sich sozusagen wechselseitig bedingen. Das ist eine wichtige Funktion. Und Malerei ist ein erweiterter Begriff von Malerei. Es gibt also nicht nur Leinwandbilder oder Öl auf Leinwand, sondern es gibt auch Objekte, Raumobjekte, die malerisch gestaltet sind. Es gibt Lichtarbeiten, die eine Form von immaterieller Malerei repräsentieren. Es gibt auch Videoarbeiten, das haben sich auch Konzeptkünstler mit Malerei in Form von Videoarbeiten auseinandergesetzt. Es ist also ein breites Spektrum unterschiedlicher Medien, das den Begriff der Malerei umreißt. Und warum war es Ihnen wichtig, auch osteuropäische Positionen zu zeigen? Weil es auch in Osteuropa in den 60er, 70er Jahren sehr viele Tendenzen mit abstrakter, gegenstandsloser, konstruktivistischer, neokonstruktivistischer Kunst gegeben hat. Und zwar unter sehr erschwerten Bedingungen im Vergleich zum Westen, weil dort ja die kommunistischen Regime die Künstler sehr streng kontrolliert haben oder ihre Bemühungen bagatellisiert oder diffamiert haben. Das war für die sehr schwierig. Aber es zeigt auch, dass es eine internationale Bewegung gab. Auch in Osteuropa, auch unter erschwerten politischen Bedingungen, hat sich doch auch diese konstruktivistische, neokonstruktivistische Kunst für kurze Zeit auch etablieren können. Und es ist wichtig, diese Positionen zu zeigen, um ein vollständigeres Bild der Kunstgeschichte entwickeln zu können. Das war auch eines unserer Anliegen, warum sehr viele Künstlerinnen und Künstler auch aus dem osteuropäischen Bereich einbezogen sind in diese Ausstellung. Das ist, eigentlich ist diese Ausstellung, die Malerei mit Kalkül, der kunsthistorische Kontext oder Rahmen für die Ernst Caramelle-Retrospektive. Weil Ernst Caramelle ein Künstler ist, der zeigt, dass Malerei und konzeptuelle Kunst keine Widersprüche sind, sondern durchaus sich wechselseitig erhellen können. Und darum ist diese Ausstellung hier sozusagen der Rahmen für die Caramelle-Retrospektive, so wie Caramelle eben zeigt, konzeptuelle Kunst, analytische Kunst, ist sehr gut auch sozusagen oder ist sehr kompatibel auch für Malerei, bringt auch die Malerei weiter, verändert auch die Malerei, erweitert auch die Malerei. Es zeigt Caramelle und diese Ausstellung zeigt das eben in einem breiteren internationalen Zusammenhang.